Bin dann in einen anderen Raum, hab's dann wieder abgelegt, immer wieder hab dann gewechselt, weil immer, wenn ich's neu aufgehoben habe, hatte ich neue Tränen. Und ja. Dann habe ich so lange gemacht, bis ich was Geiles hatte und dann war ich zufrieden damit. Darf ich diesen coolen Trick in dem neuen Vlog einbauen? Ich habe heimlich gefilmt. Heilige Scheiße, Leute, was passiert hier? Was passiert aus mir? Guck mal, mein Bart ist weg, verdammt nochmal. Er ist einfach nicht weitergewachsen. Er ist irgendwie stehen geblieben und wächst nicht weiter. Ich habe schon versucht, dran zu ziehen. Ich habe Bier und Wodka als Aftershave benutzt und nichts hat geholfen, verdammt nochmal. Deswegen habe ich ihn jetzt mal getrimmt und vielleicht wächst er jetzt besser, wenn man ihn öfter wegschneidet, keine Ahnung. Und da habe ich mir gedacht, hey, machst du das hier weg? Und jetzt sehe ich aus wie ein Pokémon-Trainer. Ja, schon mit dieser Frisur hier, die so rausquillt aus der Mütze, verdammt nochmal. Die Haare sagen schon... Okay, beruhigen wir uns. Ich hoffe, es wird noch alles... Gut, und kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich habe mir nämlich gedacht, ich habe nämlich was Großes vor und ich werde euch jetzt mitnehmen. Ihr könnt live dabei sein, denn ich werde meine PlayStation 3 abschließen und an den PC anschließen. Leute, das wird verrückt, eine Menge Arbeit, aber hey, das werden wir schon hinkriegen, oder? Warum ich das Ganze mache? Ganz einfach, weil für die nächsten Streams möchte ich unbedingt Devil May Cry eigentlich spielen. Ich möchte eine kleine Devil May Cry Week machen, also Woche, Week ist Latein für Woche. Ja! Da bin ich richtig heiß drauf. Und dafür muss ich die PlayStation 3 dort anschließen. Legen wir los, Mann. Okay, Leute, hier sind wir. Ihr könnt hier vielleicht schon mal die PlayStation 4 sehen. Das Ding ist, die PlayStation 3 befindet sich dahinter. Deswegen müssen wir das irgendwie erstmal hier langsam zur Seite schieben. Und jetzt dahinter, seht ihr das? Da ist die PlayStation 3 noch unangeschlossen. Wir müssen noch ein bisschen ruhiger sein, damit sie sich nicht erschreckt. Ich möchte nämlich nicht irgendwie wieder aus irgendwelchen Löchern hier aus dem Haus zehren. Ich hab sie! So, ich hoffe, ihr habt nichts abbekommen von der Aktion eben. Alles klar, jetzt heißt es erstmal die Kabel. Die Kabel zusammensuchen, die PlayStation 3 festbinden und dann anschließen. Alles klar, Jan, ich brauche mir eben kurz deine Hilfe. Die PlayStation 3 muss da angeschlossen werden. Hier ist das Stromkabel, das führst du halt zur Steckdose da unten und an die PlayStation. Das hier packst du an den Grabber und auch an die PlayStation 3. Währenddessen mache ich mir ein Essen und hole mir ein Bier, alles klar? Leute, es ist extrem wichtig, dass ihr auch Freunde oder Kollegen dabei habt, die euch dabei helfen bei solchen Aufgaben. Dann läuft es eindeutig viel einfacher. Okay, scheiße. Planänderung, wir haben kein Bier. Dann schließe ich das an. Und du könntest mal Bier holen. Danke. Junge! Oh, staubig, lange nicht mehr benutzt. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Alles klar, hier haben wir den Brotkasten. Oh mein Gott. Ich lass mal hier alles umschmeißen. Das ist echt ein fettes Gerät, verdammt nochmal. Und das wiegt wie 6 Playstations. So, pass mal auf, das packen wir jetzt erstmal hier hinter. Zack, da stand auch die PlayStation 4 vorher. Boop. Nur war sie nicht so fett. Oh, schon okay, kleine PlayStation. Ich kann mit dir mitfühlen. Hey. Puh, Leute, okay. Fürs Erste haben wir es mal geschafft. Ich mache jetzt mal eine kleine Pause und dann müssen wir die Kabel, also wir müssen erstmal einmal um den Tisch herum und dann die Kabel anschließen. Ja, hoffen wir, auf dem Weg wird nichts passieren. Du Freunde, als erstes haben wir hier ein HDMI-Kabel, das kommt hier hinten rein. So, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Zack, da ist es. Und das andere kommt in den Grabber. Ich benutze übrigens, falls es euch interessiert, den Extreme Cap U3. Extreme Cap hat aber nichts mit der Cap zu tun, ne? Weil ich eine Cap auf habe. Ja, okay. Und jetzt muss ich einmal unter den Tisch. Und Strom, genau, Strom braucht das Ding. Irgendwo. Oh mein Gott. Es lebt. Warum lädt das schon? Oh, ich hatte sie lange nicht mehr an. Ich habe auch voll Bock, die alten Spiele zu spielen hier. Wie zum Beispiel Assassin's Creed 2 wieder. Oder viele Spiele wurden mir auch geschenkt von Daibola zum Beispiel, weiß ich noch. Da habe ich noch ein paar Spiele. Ich habe Spiele, die ich noch gar nicht durchgezockt habe. Ni no Kuni. Hätte ich auch mal Bock im Stream zu zocken. Okay, Leute. Das Ding läuft. Ich werde es gleich mal überprüfen, ob alles geklappt hat. Ich hoffe, ihr habt was draus gelernt. Auch wenn es schwierig ist, kann es jeder von euch hinbekommen. Wir müssen an euch glauben. Bleibt stark, Mann! Und ansonsten, wann wir von der PlayStation 3 streamen, muss ich mal schauen. Wir werden es dann immer so machen, dass ich ein paar Runden Isaac zocke und danach dann Devil May Cry. Und ja. Ich will euch Bescheid sagen, ne? Mach's gut, ne? Geil.